Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Wer wird gebumst? Und heute mit einer speziellen Ausgabe zusammen mit Keggy, mit dem Mythos Playing und dem Volo You in einer Special-Ausgabe Wer wird gebumst bei Wer wird Millionär der Gaming Edition. Da wird er gebumst! Da wird er gebumst! Boah! Alter, der Volo freut sich schon. Also heute schon so ein bisschen so eine Vorfreude. Natürlich. Und schau mal, der Hand sitzt da dran. Oh, geil. Also heute. Die Hand schreit schon die ganze Zeit über die Maus. So, da bin ich ready. Also heute ist so eine Gruppenfickerei, das nennen. Das ist die Orgien Edition, Mann. Die Orgien Edition. Alles klar. So, drück mir das wieder weg oder so? Das muss ich jetzt für mich machen, weil das seid ihr. Muss ich gleich anfangen zu schreien, Ricky? Bleib mal ganz ruhig. Ja, ich schreie immer, wenn ich Gewumms aufnehme. Das ist leider so ein kleines Problem bei mir. Wir machen das so. Wer wird Gewumms? Jeder hat eine Farbe. Also wir müssen da jeder die Fragen beantworten. Das ist, glaube ich, ganz klar. Wer mehr sollte eigentlich ein Begriff sein. Und wer halt am weitesten von uns vieren kommt, hat halt so gesehen alle anderen gebumst. Ne? Der natürlich als letzter ist, da war es natürlich am tiefsten drin. Ist klar. Ne? Das sollte klar sein. Okay. Interessant. Was? Haben die zugehört? Ja. Frage geguckt. Dann werden also die Klingen gekreuzt heute. Heute werden richtig die Klingen gekreuzt. Heute. Na, ist es ja heute auch so ein Verdammte Spiel. Scheiße, Keggy, warum versuchst du die Scheiße da am Anfang überhaupt zu machen? Hey. Warum klickst du da nicht ich einfach durch? Ich möchte mein Wissen zeigen. Es geht doch gleich los und richtig. Der Keggy, der kümmert sich da um. Keine Ahnung, was der da macht. Ja. Das war jetzt auch leicht. Ja, wobei bei Bioshock und Red Dead Redemption war ich mir auch nicht sicher. Ich war mir bei. Das ist die Frage nicht mal gelesen. Alter, erinnert ihr euch noch an Green Pepper? Green Pepper, die Spiele für 7 Euro. Was ist Green Pepper? Green Pepper, Alter. Alter, da ich gestern mal geschaut, wisst ihr, was es inzwischen bei Green Pepper gibt? Was ist Green Pepper? Bioshock 1 und 2 für 7 Euro. Also beide auf einer Disc so drauf. Alter, Green Pepper. Da ist was draus geworden, wie die was Zeit vergeht. Was ist Green Pepper? Also, das waren so Billigspiele, so alte Billigspiele immer. Ja, da hat man damals konnte man sich richtig die Spiele kaufen können, die noch so 16-Bit-Grafik hatten, wo wir schon im 3D-Zeitalter waren. Naja, und jetzt bekommst du cool. Bioshock 1 und 2 in der Green Pepper-Hülle. Das war schon cool. Jeder kennt das kennst du. Bis in jedem Supermarkt im Grunde. Ja, das gibt's überall. In jedem größeren Supermarkt stehen die Dinger. Okay. Hitman war vor Prince of Persia? Das hat mich gerade auch gewundert. Ja, Alter, Wollo, wie sie beide nicht wissen, was das ist, merkst du's? Hitman war vor Prince of Persia. Merkst du nicht zur Diskussion beizutragen? Nee, ich hab keine Ahnung, worüber ihr da redet. Ich hab auch keine Ahnung, ich hab's nie gesehen. Ich gehe auch nie in Läden. Und das sind die beiden mit dem wenigsten Geld. Ja. Aber wissen nicht, was Green Pepper ist. Ich gehe in so Supermärkte Videospiele kaufen, Mann. Ich hab Amazon. Jetzt merken wir, woher es kommt. Ja, da gehe ich auch. Auf Amazon gibt's auch Green Pepper. Kenn ich nicht. Das Green Pepper ist eine Legende, ist wie ein Platinum-Spiel. Ja, Platinum-Spiel kenne ich. Platinum. Oh, verrückt. Wer ist blau? Moggy. Ich? Nee, blau war ich. Blau war okay, Moggy ist gelb. Leg los. Wie die Sonne, weil er unser Sonnenschein ist. Ja. Ich bin Sonnenschein, das stimmt schon. Nee. Ah doch. Wer ist die englische Stimme der Titelfigur in Fluchtepic, die Legende des Jack Sparrow? Johnny Depp, Antonio Banderas, Daniel Radcliffe, Viggo Mortensen. Viggo. Das ist Johnny. Der Viggy. Ist der Johnny. Der Johnny? Der Johnny Depp? Bist du dir da sicher? Ich bin mir sicher, ja. Okay, also. Sicher ist nicht der Viggy Mania ist. Das, der Viggy Mania? Viggy Fresh. Alter. Viggy Mania. Gelb ist Moggy. Oh yeah. Unser Sonnenschein ist dran. Schön. Ah, Rio-Frage, oder? Welche dieser Welten gehört nicht zum Disney-Universe aus dem Jahr 2011? Aladdin, die Monster AG, The Hurt Locker, König der Löwen. Was ist Hurt Locker? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Dauer nach einem schmerzhaften Schloss. Soll ich einfach nehmen? Also loggen wir C ein. Mhm. Ja. Ich möchte einmal betonen ganz kurz, der Keggy macht natürlich, also der Keggy nimmt das gerade auf hier für uns. Das heißt, der Keggy muss die Maus bewegen. Du meinst Keggy LP. Keggy LP. Keggy ist tot. es gibt kein Keggy. Es gibt nur Keggy LP oder der Keggy. Ja. Er hat ja gesagt, der Keggy. Achso, und da muss ich ihn leider korrigieren, denn das stimmt so nicht.
Keggy ist halt der, hört doch mal auf, so einen Scheiß zu erzählen. Der Keggy ist nicht tot, weißt du? Ihr lauft immer rum, erzählt immer rum, der Keggy ist tot, der Keggy ist tot. Dann kommen die Leute und nerven mich umso mehr. Ich sag nur, der das, ist was nicht die Leute tot. Mich weitertragen. Bei mir doch eh niemand, ist doch nicht schlimm. Also, ich könnte mal ein Spiel. Leute sagen mir immer, warum Keggy tot ist, also der Keggy. Ja, und du gehst raus und erzählst es noch weiter rum. Mensch, Leute haben gefragt, warum Morgi und eine Mash verlassen haben. Wie könnte man ein Spiel nennen, das dann sehr ähnlich ist? Bonus, Klon, Osterei, Android. Android. Klon. Stimmt. Okay. Also der Grün war Keggy? Ja, Grün war Keggy. Jetzt bin ich da. Jetzt fliegt er raus. Jetzt direkt erste Frage. Keggy LP, halt der das macht. Also der die Maus bewegt und ich bin halt der, das vorliest, weißt du. Wer ist Keggy? Denke, Sie haben es verstanden, Ricky. Was ist das für eine Frage? In welcher Stadt spielt das Topspiel A Noir? Las Vegas, Los Angeles, New York, Seattle. Ich sag Seattle. Ich würde sagen B. B wie mein Nachname. NYPD okay. Also ist Bicky. Das auch so ein bisschen auch. Burt. Ja, Bicky. Big Burt. Das ist ein Hinweis auf seinen dritten Vornamen, ne? Ricky, Kurt und dann kommt irgendwas mit Björn. Ricky, den kenne ich gar nicht. Björn. Er hat immer gesagt, dass er niemand interessiert, zwar nicht so spektakulär. Ich wüsste jetzt gerne, wie ich glaube, es war Manfred. Ja, das wurde mir auch letztens gesagt. Ricky, Kurt, Manfred. Manfred? Ich sei da ernst. Fred? Erzähl. Das weiß man nicht. Nein, ich sage es nicht. Der wird hier nicht erzählt. Also sein Video sieht doch eh keiner, Ricky. Das hast du selber gesagt. Der ist schlimmer. Nein. Der ist schlimmer als Kurt. Von daher will ich ihn nicht sagen. Welcher dieser Spiele ähnelt der Schnellratesender und die Montagsmaler? Farmville, Draw Something, Scramble, SimCity. Die Montagsmaler. Dann nehme ich B. Draw Something. Okay, ich bin mir nicht sicher. Ich denke loggen mal, wir ein. Ne? Vielleicht bin ich loggen raus, ein? Ist mir egal. Schon. Wisst ihr, was Montagsmaler ist, Leute? Ich wünschte, da gäbe es einen Kanal, auf dem man sich Montagsmaler anschauen kann. Stimmt, stell dir mal vor, sogar Ice Catch würden die spielen, ne? Die Montagsversion. Ice Catch ist das Beste. Ja, stell dir mal vor, wenn es so einen Kanal geben würde. Und das immer mit verschiedenen Leuten, mal mit Zetslayer, mal mit Mia, mal mit Keggy, mal mit Korn und Morgi sind eigentlich immer dabei. Dave. Mit Maeve. Wer ist jetzt dran? Das ist meine Runde, oder? Ja, welcher dieser Spiele wurde ursprünglich 1983 für den ZX Spectrum veröffentlicht? Klackeleck, Dackeleck, Chucky Egg, Plucky Egg. Interessant. Ist die bisher schwerste Frage, gebe ich zu. Ja, ist es. Also ist es Ducky Egg. Ist es sicher, dass es Ducky Egg ist? Nein. Könnte natürlich den 50-50 Joker nehmen, ne? Ich könnte mir nicht unsicherer sein. Ducky ist, ich hab doch keine Ahnung. Ducky ist das einzige Tier, oder? Ja. Das würde jetzt Sinn machen. Ja. Enten legen Eier, habe ich gehört. Mhm. Ja, damals hatte man noch Titel, die Sinn machen, glaube ich. Ja, nehme ich mal B. Nein! Sicherheit? Ja, ich nehme B. Joker. Eiskalt! Bist du dir ganz, ganz sicher? 100%? Morgen, nimm Joker. Ja. Okay, wir loggen B, Ducky Egg ein. Ich muss auf Risiko gehen, ich kann nicht immer so früh meine Joker für so Bullshit verschwenden. Außerdem ist mir vollkommen egal, ob ich hier gewinne oder verliere, das ist nur bei Ricky drüben. Danke! Bye! Lock jetzt B ein. Chucky Egg. Tja. Was ist das für eine Frage? Soll man darauf kommen? In dich stoßen wir am tiefsten. Das ist eine der ersten Fragen. Sollte das nicht irgendwie Sinn ergeben? Chucky! Eigentlich warum ja. Packen sie eins dahin, das wie ein Tier, das ein Ei legt, klingt? Dann finde ich, ein Verlierer darf mit Ricky zusammen teamen. Alter, warum? Und dann, ja, Ricky sollte über die Chance gehen? Haben, jemanden zu bumsen. Ja, das stimmt. Wie heißt das Action-Spiel? Also, Moment, ganz kurz. Das wird uns ein bisschen mehr Arbeit kosten, aber einen Moment. Da wurde der Morgi gebumst. So, ich muss den Chapel einfügen, irgendwie gleich. So, das weiß ich sogar. Echt? Wie heißt das Action-Spiel, wie heißt das Action-Spiel aus dem Jahr 2009? Lead the Return of... Matt Hazard, Summer, The Jedi, The Big Mac. Hä? Der Einzige, der Glied verstanden hat. Was soll ich das denn wissen? Ich kenn so einen Scheiß nicht. Was ist denn ein Glied? Du könntest es natürlich... Chucky Egg. Es ist Chucky Egg. Ja. Es ist immer Chucky Egg. Kennt das irgendeiner außer Wollo? Nein, ne? Nein. Chucky Egg. Könntest vielleicht Cornel anrufen, der weiß das vielleicht. Oder Maeve. Ruf Maeve an. The Return of... Jedi und Summer, denke ich mal nicht. Was? Ich hätte auf den Sommer getippt, das klingt schön. So, ich hab's jetzt nochmal nachgegoogelt gerade.
Ah, und es ist auch so, wie ich dachte. Das ist tatsächlich das, was ich dachte. Naja. Nimm nur einfach das Einzige, was dir sinnig erscheint. Jamie, oder nimmst du einen Joker, damit Sinn. Du nicht so wie ich einfach rausfliegst. Es hört sich es hört sich nach keinem Star Wars an und die anderen drei Sachen sind alle irgendwie total bescheuert und machen keinen Sinn für mich. Ergeben können. Oder ich spiele gleich gegen euch drei. Komm, dann machen wir Telefon. Oh, okay. Dann rufen wir den Cornel an. Ich rufe den Cornel an, der weiß es bestimmt. Okay, Cornel. Der weiß gar nichts, Alter. Da müsste jetzt eine falsche Antwort kommen. Ruf schon an? Lange ich. Willst du mich schon anrufen? Streamt der nicht gerade? Hallo, ich bin's. Cornel. Eigentlich müsste ich aufnehmen jetzt, ne? Doppelpunkt D. Doppelpunkt D. Eigentlich müsste ich jetzt aufnehmen. Stimmt gar nicht. aber, ich muss ja sagen, es ist immer so, ich wollte wenn, sich eine, annehmen. Wenn sich eine Tür schließt, dann ist es A. Tschüss, Doppelpunkt A, D. Danke. Richtig. Hashtag, ich bin Cornel. Okay. So. Gut geschauspielert, danke. Danke. Ich war mal in der Schauspielschule, Hashtag nicht. Ich habe sogar A im Auge gehabt. Ich wollte A nehmen. Ja, A wie Arschloch. Ja, macht aber am meisten Sinn, ne? Naja. Matt Hazard? Wer ist denn Matt Hazard? Ja, aber das andere klingt doch auch scheiße. The Return of Matt Hazard. Boah, das ist wieder so eine super simple Frage. Was kommt nach Railroad zu Transport und Rollercoaster im Titel im Videospielen? Shogun, Baron, Lord, Tycoon. Ich bin der Rollercoaster-Lord. Der Rollercoaster-Baron finde ich aber auch eigentlich nicht schlecht. Oder der Rollercoaster-Shogun. Das klingt richtig gut. Das ist irgendwie cool. Kennt ihr die Shogun-Spiele? Die waren cool. Total War? Nee. Da es nicht der Lord ist, weil sonst würde ich mich ihnen ja unterwerfen, ist es... Oh, mein Gott. Dafür bist du... Oh nein, lassen wir das. Oh, sag es, ich nehme es jetzt für dich. D. Denk immer dran, Ricky, da musst du alles hochladen, solange wie es dauert, ne? Ja, ist dran D. Denken. Nimmt er jetzt D? Naja, es gibt ihm ein bisschen Erleichterung, dass Kegi es zuerst hochladen muss. Das ist gar nicht mal so geil. Blau, Wollo. Ja. Okay, bereit. Spieler 3 auf Tasse. Hey, das war. Hast du mir jetzt die Antwort gesagt? Was? Was? Nein. Spieler Blau. Er hat gesagt Blau, Wollo. Ich habe gesagt Wollo. Spieler Nein. Blau. Spieler Blau. Hat er gesagt. Ja, was ist jetzt Antwortmöglichkeit A? Jetzt lese schon dein Scheiß. Welche Farbe hat der explodierende Bombenvogel in Überz? Das weiß ich. Ich weiß Blau, es auch. Gelb, grün oder schwarz? Ich würde sagen, Rio, Wollo? Ja, es muss schwarz sein, oder? Wie eine Bombe halt. Wow. Sieht er nicht aus wie eine Bombe? Naja, er könnte auch grün oder blau sein. Oder gelb. Oder schwarz. Was soll das heißen mit der, wo schwarz sein? Nein, der ist schwarz. Wie eine Bombe, Mann. Wie so ein Bob-Omb sieht er aus, glaube ich fast. Bist du dir da sicher? Ja, mach D. Okay, wir loggen D. Kaum ist was. Natürlich, Mann, die gelben sind die schnellen, die grünen die splitten, glaube ich. Oder waren, nee, die blauen waren die splitten. Und die blauen, die waren die splitten. Die blauen splitten sich, oder? Ja. Und die grünen? Das sind die ganz kleinen. Grün? Waren die grünen? Das waren grün, ich weiß nicht. Gelb war das schnelle, grün weiß ich nicht. Ja, gelb war tschuh. Rot war normal. Schwarz war, ja, schwarz war die Bombe halt. Maniac. Okay. Immer welche Figur war Maniac im Titel ZX Spectrum Spiels aus den 80er Jahren? Was weiß Mapa, ich? Magican Miner, Meteorologist. Und ich merke gerade, der Stream ist bei mir. Okay, Meteorologist ist, denke ich mal, kein Spiel. Das hört sich. Ja. Das wird sich keiner merken. Könntest du natürlich noch die Zuschauer fragen, ne? Oder? Nicht. Verdammtes ZX Spectrum-Teil, was soll das? Ich google jetzt danach, was ist das überhaupt? Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich würde so eine Handykonsole. Ich würde auf meiner tippen. Ja, eine Handykonsole aus den 80ern. Mm. Yeah. Das ist nur eine Tastatur. Wenn's, hoffentlich habe ich dir jetzt weitergeholfen. Warum, ich mal Publikumsjoker. Nur eine Tastatur? Ich will noch nicht rausfliegen. Vielleicht habe ich bei dem quasi nächsten Mal Glück. Quasi, sieht so aus. Ich bin jetzt auch mal. Also Publikumsjoker. Hör das Teil an. Ja, warte. Heimcomputer vom 23. April 1982. Tatsächlich. Ein Computer ohne Bildschirm.
Hat man wahrscheinlich an irgendeinem Bildschirm angeschlossen. Das ist halt eine Tastatur. Computer und ein Bildschirm. Ey, das gibt's doch nicht. PS4. Das kann siehst du, der Wii U kann man sowas nicht vorwerfen. Meiner. Ich hab's gesagt. Diesen Computer ja. Mit Bildschirm. Du hast es gesagt, ja. Hättest mal genommen. Schön den Publikum-Jobber jetzt gespart für was Schweres. Dreckspiel. Na, ist aber auch nicht. Warum kriegt ihr immer so scheiß Fragen? Komm ich wahrscheinlich hier. Wie heißt der von Nintendo? Das Maskottchen. Gegen welchen Sportler kann man eine Fight Night Champions nicht antreten? Robert Ben Michael. Ich weiß es. Wenn er Holyfield. So, Holyfield kann man auf jeden Fall antreten. Mit dem habe ich immer gespielt. Michael Phelps kann man, glaube ich, auch gegen spielen. Jetzt natürlich Joey Kalske geht nicht. Kalske? Kalske, keine Ahnung. Aber da ich mir nicht sicher bin. Kalzone, oh. Mach ich 50-50, Joker. Da machst du? Ja, mach ich. Das ist ein krasser Kerl, der Ricky. Mach ich einfach mal so. Mach ich einfach mal so ganz aus heraus. Furztrocken. Ich hoffe aber, dass das Holyfield stehen bleibt. Was für ein Holyfield? Wo siehst du ein Holyfield? Alter, Evander? Scheiße! Ich hab da kein Holyfield gesehen. Ja. Ah, hat mal jemand Mensch seinen Avatar gesehen? Nein, gerade nicht. Ricky wird ihn jetzt im Video einblenden. Was? Was hat er denn? Ach so, hab ich auf Twitter. Finde ich auch gut. Fuck, wenn ich jetzt auf Teamspeak wechsle, dann wird man es sehen im Stream. Der ist nicht im Teamspeak, oder? Nein. Nee. Ist ja egal. Was ist jetzt die Antwort? Was ist die Antwort, Ricky? Ich weiß es nicht. Hast du Ende gegoogelt? Ich dachte, die Calzone hier. Joel Calzone. Ich weiß es nicht. Das ist leider echt gerade ein Problem. Ich weiß es nicht. Noch ein Joker? Ich würde dir noch einen Joker empfehlen. Vielleicht ist ja einer von beiden gar kein Boxer. Vielleicht. Weiß es nicht. Meinst du, Calzone ist Möglichkeit, so eine Art Pizzatasche? Von Joey. Ich kein Freund von. Wisst ihr, was gerade seltsam ist? Bei meinem Teamspeak steht keine Rückmeldung und weiß nicht, was ich davon halten soll. Man hört dich noch. Und ich kann mit euch noch reden. Ja. Weißt du was? Ich rufe den Maeve an. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, es ist C. Der Maeve hat einen guten Avatar. Kennst du mit Kampfsport aus? Ja klar, hast du das mal gesehen, wie sportlich der ist? Ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen. Ich habe gesehen, wie sportlich er ist. Ich habe auch Geschichten gehört. Das war SJ, du hast dich vertan. Hallo, ich bin's, Maeve! Das hat sich nach Christian angehört von Gaming Glöcks. Ja. Ach, stimmt. Original. Schon ein bisschen. B. Alter, okay, ich hätte das hätte liegt daran, nicht. Ricky, dass Michael Phelps ein Schwimmer ist. Im Ernst? Mann, hat ohne Ende Medaillen geholt, Alter. Das ist der krasseste. Okay, dann ist es B. Das, wie gesagt, das wusste ich nicht. Keine Ahnung, wusste ich nicht. Ich hatte mich so drauf gefreut, dass ich gleich sagen könnte, er wurde geboren. Er schon so drauf. Er hat nur noch einen Joker, Wollo. Und das ist Ricky. Ich habe auch nur noch einen Joker, Wollo. Also sieht gerade sehr gut aus für dich. Ich komme noch nicht mal bei 1000 Euro. Was ist das für ZX-Spektrum-Scheiße, ey? Oh, please. Aber das ist eine schöne Nintendo-Frage. Wieso kriegt sich ein Frage? Ich weiß nicht. Wie heißt die Sprache der Sims in dem Spiel Electronic Arts? Simli, Symphony, Simlish, Simlian. Ich weiß es nicht, da muss ich hier anrufen. Im Ernst? Das weißt du wirklich nicht? Nein. Alter. Ja. Welchen Sim rufst du an? Weiß ich nicht. Den ich mal 1995 gemacht habe. Alles klar, rufen ihn an von 1995. Ah, die eine aus seiner Klasse. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Rufen wir den Sim von 1995 an. Das war eine geile. Alter, was ist das denn? Woher wüsst ihr das denn? Bollo, bist du das? Hast du mich in den PC zurückgelassen? Nein. Bollo? Ich bin hier seit 1995. Nein. So richtig verwirrter Bollo so. Nein. Er ist aber C, Simlish. Ich hab auch nichts gemacht. Simlish? Ja. Außerdem reden Sims so nicht. Ricky, es ging um die Sprache der Sims und du hast sie Deutsch sprechen lassen. Entschuldigung. Snapper, du Dip? Du bist da. Das war gut. Ich wüsste nicht mehr, wie die reden. Das war gut. Snapper, du Dip? Hako, Boko, Bakale! Die Figur. Die Figuren Henry Blackburn, Jonathan Miller aus Battlefield 3 sind angehört. Jonathan. Jonathan.
US Army, französische Resistance, polnische Polizei, der britische Bahn. Einer passt nicht so ganz dazu. Ja, fucking Franzosen. Ja. Es ist US Army, ne? Verdammt. Ich würde US Army, aber wer weiß, vielleicht sind das auch Bahnführer. Ich weiß nicht. Wenn ich anmerke, mein Franzose ist kein Rassismus, weil die unsere Nachbarn sind. Richtig. Jonathan Miller, Henry Blöcker. Vielleicht sind das ja auch Auswanderer und wohnen jetzt in Frankreich. Ich weiß es nicht. Komm, die US Army. Ja, was ist denn die französische Resistance, Kenny? Ja, ist richtig. Hey, mein Teamspeak reagiert wieder. Und worum geht es in Battlefield 3? Die US Army. Ja, ich weiß, dass man man geht aber nicht davon aus, dass es so einfach ist. Ich weiß, dass man in Battlefield 3 auf jeden Fall auch in Paris eine Map gibt. Deshalb, ne? Wegen. Man weiß es nicht. Ja. So, ich bin dran. Welche Währung im Videospiel SimCity für Sims verwendet? SimLeon, SimDollar, SimPels. Jetzt hätte ich eine Idee. SimMoleons. Aber ich wüsste es auch nicht genau. Ich weiß auch, dass es SimMoleons sind. Nee. Doch, klar. SimMoleons. Echt? Ja, klar. B. Was? Ich hätte C gesagt. Okay, okay. Doch, es ist B. Es ist B. 100% SimMoleons. Sicher? Ja, 100%ig. Oder Bums. Es ist 100%ig. Eingeloggt. Also bestimmt SimDollars, oder? Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Was? Alter. Ich war mir auch sicher, dass SimDollars sind. Ich weiß es. Nein, es sind die SimOleons. Alter, der Ricky hat das richtig gesuchtet, ne? Alter, der hat den Teil 2 für den DS gesuchtet. Und der will ja unbedingt jetzt Play davon machen. Nein. Was ich auch gespielt habe, was ich letztens gesehen habe, die Sims brechen aus für die GameCube. Das war richtig geil. Mit der Story noch mit so. Was kriegt ihr denn für Fragen, Mann? Das gibt's doch nicht. Zum einen hatte das letzte das einer und wusste das nicht. Das war so witzig. Oh, Peggy. Wer war das? Economic auf wieder Peggy, darf ich kurz sagen? Ja. Das ist scheiße einfach. Ja, ist es ja auch. Ben Affleck, Vin Diesel, Val Kilmer, Martin so. Lawrence. Es ist halt ja eine Frage. Dachte, ja, du jetzt die Frage ist, und regst dich auf und denkst, so, ich weiß die Antwort. Welche Antwort ist denn das, Wollo? Das ist Piss einfach. B, Vin Diesel, Mann. B, Vin Diesel. Ah. Wenn du das sagst. Ich krieg irgendwie so ein ZX-Spektrum. Ricky dachte, Vin Diesel ist schwarz und deswegen ist das. Wer war das denn? Die Frage hatten wir schon mal. Ich weiß nicht. Doch, da war irgendwas mit, der ist schwarz. Ja, muss Vin Diesel sein. Oder so. Ja, das weiß ich noch ganz genau. Hätte ich aber auch ohne die Tatsache gewusst, dass es schon mal vorkam. Chronicles of Riddick, Leute. Ja, wenn man Riddick hört, dann gibt es so eine ganz gewisse Person, an die man denkt. Riddick. Vielleicht. Riddick. Das ist nicht Ben Affleck. Gott sei Dank. Wird aber der nächste Batman. Oh Mann, wieso kriegt ihr so... Welcher Filmmacher und Oscar-Preisträger ist der Autor von Call of Duty Modern Warfare 3? Paul Turnip, Porridge, Paul Whiskey oder Paul Haggis? Haggis ist guter Shit. Kennt ihr Haggis? Ich würde Turnip oder Haggis sagen. Warum? Ja, weil ist nicht Porridge ein Gemüse? Ich weiß nicht. Und ist nicht Haggis so eine schottische Nationalspeise? Weil sie und ist Whisky nicht ein Getränk und Turnip ist bestimmt. Ich google mal nach Turnip. Ich meine Porridge? Porridge ist ein Gemüse. Glaube ich. Turnip? Ich google währenddessen Porridge. Turnip sind quasi Speiserüben. Oh, Porridge ist Haferbrei. Okay. Alter. Turnip sind bisschen Speiserüben. Anders, aber ein bisschen anders geschrieben. Boah, woher soll ich denn das wissen? Okay, das könnte vielleicht sogar ein Tipp sein. Olo hatte gerade schon fast die Antwort. Wollte ich gerade sagen. Olo das sind gesagt. Die aus Super Mario. Das Gemüse ist Peach immer pflückt. Ah, diese Rüben. Ja. Ach so. Das wird genauso geschrieben? Ja. Ah, komm. Da googelt der Keggy heimlich. Nein, 50-50. Also Porridge schreibt man anders. Ich habe keine Ahnung. So viel kann ich euch schon mal sagen. Okay, 50-50 Joker. Porridge fällt weg. Turnip oder Haggis, egal. Ich hasse dieses Spiel. Wir alle. Ich habe auch von Anfang an gesagt, Turnip oder Haggis. Und jetzt fallen auch alle anderen weg. Es ist 50-50, Alter. So schlimm ist es nicht. Komm. Kannst du schon schaffen. Komm. Warte. Ich werf meine Kameradecke. Und wenn, ich gerade sehe, wenn du es falsch hast, kann ich dir dafür den Animal Crossing Turnip Guide schicken. Animal Crossing. Wisst ihr, was ich niemals essen werde? Ach, ich bin hier kein Hort. Ich nehm Haggis. Haggis ist richtig. Haggis. Alter, ist richtig eklig. Uah, Alter, Haggis. Der Haggis. Was war jetzt nochmal Haggis zum Essen? Was zum Essen, Ricky? Was ist ein Haggis?
Na, es ja, sind Innereien gefüllt gepostet mit anderen Innereien. Wow, das ist so richtig. Interessant. So, hm, ich habe alle meine Joker ja verbraten. Jetzt kannst du nur. Hat mal jemand von euch Gehirn gegessen? Nein. Nein. Nein, ich habe sagen, inzwischen habe ich so ein gewisses Verlangen danach entwickelt. Okay. Ich nicht. Offensichtlich. Auch nicht, leider. Wer steht laut im Team in einem Pop-Cap? Spielt aus dem Jahr 2009 gegen die Zombies. Vegetables, Mann. Ghosts, was ist denn los hier? Bitte! Wieso kriegst du Abfuck-Fragen? Mann. Naja, Vampires gegen Zombies würde schon Sinn machen, ne? Okay, aber ich glaube tatsächlich, es waren die Ends. Ich glaube, es war D. Ich bin mir da nicht ganz, aber ich doch. Bist du sicher, dass es nicht Gemüse war? Vegetables. Nein, ich glaube, es war D. Vegetables ist auch Gemüse. Vegetarier. Stimmt, die essen ja, okay, Gemüse. Ja. Gut, dass wir es geklärt haben. So, wer ist als nächstes dran? Der blaue Wolle. Ich. Na, der blaue war das ein Hinweis? War blau wieder schon ein Hinweis auf die Antwort? Oh mein Gott. Oh my goodness. Oh. Wenn da jetzt was mit Farben ist. Hey, gut. Back to the Future, the Game. Bitte. Beginnt in welchem Jahr? Ein Jahr nach der Zeit im ersten Film. Wollo hat doch Back to the Future studiert. 90, 88, 84. Alter. Ja, es ist auf jeden Fall in den 80ern, so viel ist sicher. Also fährt A, C und D weg. Aber es ist ein Jahr nach der Zeit im ersten Film, Bolo. Also fährt 90. Das A, C es ist in den 80ern, weg, wenn es in den 80ern ist. War ein Witz. Und wenn alle drei wegfallen, dann würde noch eine übrig. You get it. Oh. Ja, was weiß ich, Alter. Wann spielt der denn? Keine Ahnung. Google doch. Du redest die ganze Zeit über, machst Wollo los. Ja, los. Ja, ich google doch schon. Spannt euch. Ja, bitte. Ja, ich würde auf 84 tippen. Also locken wir 84 ein. Nein, war Spaß. Ein Jahr nach der Zeit im ersten war das echt hier. War denn Back to the Future der Film damals 1983? Also war im Film 1983. Ja, Ricky, wenn ich das wüsste, hätte ich jetzt schon beantwortet, ne? Weißt du, wer das weiß? Zuschauer, das sind nämlich ganz schlaue Leute. Nee. Ja, die können googeln. Spiel Risiko und mach 50-50 und nein, hoffe. Das ist aber wer mit Millionär kein Risiko. Ich wollte gerade sagen, wir spielen nicht Risiko. Und hoffe, dass 1990 fällt. Also 50-50. So, ich verlasse mich einfach mal darauf. 50-50, ja. Du meinst, dass 1990 stehen bleibt? Ja, weil wenn das stehen bleibt, weißt du nämlich, was die Antwort ist. Ach so, ja. Ja, 90 fällt weg. Fällt 1990. Echt? Geil. Er fällt weg, dann weißt du es. Immer noch gefährlich! 86, ich wüsste, welches zu welchem ich tendieren würde. Allerdings habe ich keine Ahnung, ob es richtig ist. Ich nicht. Keine Ahnung. Ich hätte den Film als kleines Kind gesehen. So lange her. Ohne Wolle beeinflussen zu wollen, aber ich würde A nehmen. Du würdest A nehmen? Du hast keine Ahnung, Ricky. Nee, habe ich auch nicht, aber ich so. Ohne Wolle zu beeinflussen. Ich würde tatsächlich auch zu A tendieren. Ich würde aufgeben, Wolle. Ich würde auch aufgeben. Ich nehme Publikum noch hinterher. Jetzt. Geil! Ja, geil! Ja, ich bin mir doch zu unsicher. Ich dachte, ich zocken, aber ich trau mich nicht. So muss das. Trau mich nicht. Wolle ist eine gute Frage. Der Wolle ist kein Zocker. Ah. Das haben das Publikum nicht beeinflusst, ne? Spielt. Also ich weiß, dass es in den 80ern ist. Ich hätte eigentlich sogar gedacht, das ist noch vor den 80ern. Der Film spielt ein Jahr vor dem Spiel. Danke. Bitte. Okay, dann nehme ich A. Alle haben A gesagt. Oder hättest du darauf vertrauen können? Naja, weiß ich nicht, weil ich habe das Publikum mir beeinflusst, indem ich gesagt habe A, ne? Hm. Riskiere ich trotzdem. Ist richtig. Mensch, Ricky. Halleluja. Ah, fuck. Hätte damit jetzt gerechnet. Guck ich gleich erstmal. Passt auf, jetzt kommt die beschissenste Frage. Wisst ihr, was mich immer scheiße irritiert? Dem Bildschirm sieht es immer aus, als hätten die Premiere Pro offen. Wer soll ein Video schneiden während der ganzen Wartezeit, das sage ich dir. Welche Art Fahrzeug steuert man in Silent Hunter-Reihe von Computerspielen? Drachenflieger, Kampfjets, U-Boot oder Panzer? Das weiß ich. Was sind Drachenflieger? Also entweder Kampfjets oder U-Boote. Nein.
Thailand. Ich google mal, was Drachenflieger sind. Ja, Silent Hunter. Thailand. Ja. Jumpjet. Was? Thailand. Also Thailand. Nach Rikis Meinung geht also nur Drachenflieger, weil Silent ist. Ja, U-Boot ist auch Silent. Silent muss. U-Boot hörst du auch nicht. Ich wette, wenn du neben so einem U-Boot neben diesem Ding bist, ist es bestimmt laut. Das ist Kampfjet oder U-Boot, Mann. Ich wüsste, was ich nehmen würde. Entweder so ein Schiffe versenken. Was du gegoogelt hast. Eben so ein Schiffe versenken. Ich weiß. Ich habe nicht gegoogelt, ich habe nur gegoogelt, was Drachenflieger ist. So. Die Drachenflieger sind doch diese Dinger, wo du dich so ranhängst, ne? Wo du den unterhängst, oder nicht? Ja. Mhm. Und das ist kein Fahrzeug. Sehr spannendes Konzept für ein Videospiel. Das ist kein Fahrzeug. Ich kenne nur ein Spiel, in dem man das machen kann. Ha! Avatar, der Herr der Elemente. Sega Extreme Sports. Ha! Far Cry 2. Ha! Du bist kein Japaner, hör auf zu schreien. Das ist bestimmt so ein Schiffe versenken, Scheiß. Nein, das ist langweilig. Ich nehm Kampfjets. Okay, B, Kampfjets. Hundertprozentig? Ja. Er lockt selber ein. Ja, ich weiß, aber ich muss es ja witzig so tun. Ich hätte aber auch Kampfjets. Da wurde er gebumst. Fuck! Echt? Die U-Boote. Ich hab. Du musst aber so ein Scheiß Schiffe versenken, Kack, Drecks, Zeug. Oh. Bollo, willst du denn? So richtig jetzt mal? Ich hab das Cover sozusagen vor Augen von Silent Hunter. Bollo, willst du? Wie will ich? Ich bin auch noch dran, oder nicht? Nein, ich meine für, da wurde er, willst du oder soll ich? Mach mal schon. Okay, da wurde Keggy gebumst. Hast du ja was durch die Lappen gehen lassen, Bollo? Ja. Nee, ich komm klar. Nee, also richtig hat durch die Lappen gehen lassen. Ist dran. Oh, Frage. Wer die Hall of Fame? So, Bollo und, ist jetzt Ricky echt noch drin? Ja. Ja, ich hab aber auch. Hast du meine Fragen gesehen? Gut gegoogelt. Hast du meine Fragen gesehen? Ich hab. In welchen Wii oder iOS spielen die Spieler die Handlung, indem sie klopfen? Ich weiß es. Keine Ahnung. Tippity-tap-tap. Let's tap. Super. Also wenn man das Spiel aufnehmen würde und auf YouTube hochladen würde, dann würde es auf jeden Fall Let's Tap heißen. Definitiv. Das war. Ich tendiere auch zu Let's Tap, aber ich nehme das Publikum. Ich tendiere auf jeden Fall zu Tippity-Tap-Tap. Tippity-Tap-Tap. Wäre super spannend. Tap-Tap. Ich sag Tap-Tap, Mann. Ich nehm. Es ist Let's Tap. Ehrlich jetzt? Ja. Echt? Oh, ja. Alter, was ein Scheißname. Es wird sein. Der Bollo ist. Der kennt so viel Crap. Ja. Nein, ist es nicht. Alter, doch, dann verarschen die euch. Doch, ist es. Ich wollte gerade sagen. Okay, dann nehmen wir kein Tippity-Tap-Tap? Weiß nicht. Ich finde Tippity-Tap-Tap tatsächlich auch besser, aber. Ja, dann Let's Tap. Ist es halt schade. Nicht. Hätte ich mal auf mein Bauchgefühl gehört. Fuck. Let's Tap. Alles klar. Hätte ich mal auf mein Bauchgefühl gefühlt. Hätte ich mal gehört. Kam jetzt schon die so. Rio-Frage. Die Rio? Nein, die kommt gleich. Welches Mitglied von Morning Musume wird die Band in dem nächsten Monat verlassen, weil sie bereits 23 Jahre alt ist? Weil sie bereits über 14 ist. Rio. Ach ja. Auf den verkackt der Follow. Jetzt muss ich nur die nächste Frage beantworten. Oh shit, ey. Komm schon. Komm schon. Baby, gib mir die Frage. Gib sie mir. Eugen Jarvis Eugene. War der Mann hinter welchen bemerkenswerten im Jahre 1980 Defender, Attacker, Midfielder oder Goalkeeper? Ich habe keine Ahnung, aber ich sage da Defender. Da vorne. Okay, alles klar, Defender. Was ist das für ein Sport? Ja, Defender klingt plausibel. Ja, das ist das Einzige, wo man jetzt so sagt, oh, das kann sein. Defender. Goalkeeper wäre, glaube ich, ja, wäre auch eine Möglichkeit, aber ich glaube nicht. Ist Goalkeeper okay, ein bemerkenswertes Spiel? Ich weiß nicht. Ja! Nimm Defender mal. Defender? Ja. Wir haben schon über das, was er genommen hat, geredet. Das sollte schon lange eingeloggt sein. Nimm. Das Falsche ist falsch. Nicht, dass ich was einlogge und dann heult er rum. Nein. Und hält mir das ewig vor. Mhm. Yes! Alter. Ollo. Hat er gegoogelt. Ja, so blöd, schnell, ne? Wie blöd. Hat er gegoogelt. Der googelt schneller als sein Schatten. Ey. Der hält seine Spracherkennung die ganze Zeit an, an sein scheiß Headset. Google, zeig mir Bilder von Bonobos. Ich sollte euch vielleicht. Gern geschehen, Wollo. Ich sollte euch vielleicht direkt sagen. Oh, das ist aber eine gute Frage für Ricky.
Moment mal, bist du nicht blau? Nee, Moment. Das ist rot. Wie hoch ist der IQ von Dr. Robotnik? 300, 200, 150? Over 9000. Richtige Bienen-Bienen-Maschine hier. Ich weiß gar nicht, auf jeden Fall was 200 oder 300. Das hat er mal gesagt, das sagt er auch mal. Ich habe ein IQ von... Das ist eigentlich eine echt leichte Frage. Ich glaube, es war A. Nimm A, ich glaube, war 300. Einfach A einloggen. Ja, A. Alter, wehe, der schafft das jetzt. Ist richtig. Ich nicht beim Hack der Stream. Ja! Alle anderen wären zu realistisch gewesen, bis auf D vielleicht. Nein. Ja, weil ich meinte doch, es hat er auch mal, da gibt er doch immer so mit an, dass er das ein 300 IQ hat oder so irgendwie, das wusste ich nur. Ah, gib das ständig Tonne. Mit an, ja, krieg ständig mit. Tonne. Ich auch, ständig. Ein Arschloch. Hi, I'm Dr. Robotnik, my IQ is over 300. Jedes Mal, immer wenn er sich vorstellt. Ja, immer das erste, ist ja sein Standardspruch, kennt man ihn. Oh nein, ich will Ultimate Life Form. Ich bin ja mehr der Shadow-Fan. Yes! Oh, yes! Oh mein Gott. Oh. Wo findest du das auf Gott auf Wort 2? Also gibt es ein byzantinische Reich ist es. Hätte Wollo meine Fragen gehabt, wäre schon längst rausgeflogen. Ich sag's euch. Am besten fand ich doch, wie Monkey wieder geholfen hat. Wen kämpft Zeus eigentlich? Aber sowas brauche ich keine Hilfe, Mann. Das ist God of War. Alter. Ich habe God of War nie gespielt. Das habe ich gesucht. Du hast auch nur zwei Spiele gespielt in deinem Leben. Sims und Sonic. Sonic Adventure 2. Mario Sunshine und Sonic Adventure 2. Und Sims für den DS. Also dunkle Erinnerung, als er irgendwann mal Sims hatte. Sims sprechen aus, war super. Ah, das weiß ich. Ja, bei mir sind die Fragen noch nicht. Wer hat der gestern bei Video Games Award 2011? Samuel L. Jackson, Seth Green, Sarah Levers, Kiefer Safanen. Weil, da ich die einfach nicht kenne, ich will ganz schnell machen, machen wir B. B? Einfach aus Glück, B. B, machen wir B. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist aber richtig. Nee, warte mal, warte, stopp. Hätte ich aber auch geraten jetzt. Hätte ich auch geraten. Nein, ist falsch, ist falsch. Ja, nimm. Ist falsch? Ah, es ist Kiefer Sutherland, ne? Nein, Zachary Levy. Es ist Samuel. Zachary. Zachary Levy, kenn ich nicht. Der Samuel war's. Der Samuel. Ey, Jackson. Ja, gut. Ja, oh, geil. Da ist noch der Wollo übrig. Der Wollo muss jetzt dann noch. Nee, wenn Wollo jetzt verkackt wird. Wenn du jetzt verkackst, Wollo. Ah, ich hab mehr geschafft als ihr alle, Mann. Nein, noch doch, nicht. Wir werden besser in dem Spiel. Wir werden immer schlechter. Gebe ich an dieser Stelle auf. Ja, okay, stimmt, er hat mehr. Einen Moment ganz kurz. Nein, du musst noch eine Frage. Nee, hat das einen Moment ganz kurz. Ich hab eine Frage mehr beantwortet. Einen Moment ganz kurz. Wurde ich. Gebumst. Ich sag, es sind die Sims 3 Super Shopper. Ich würde C sagen. Wie heißt es aber? Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Genau. Okay. Die erste. Fucking Sims. Ah, ich bin der Meinung, das war Fastlane. Ich sag Ambitions. Ja, ich sag C. C. Nochmal Schild. C. Ich sag ja, es ist Rio. Es ist schön wär's. Rio. Ist richtig. Oh. Yes. Darf ich noch weiterspielen? Ja, spielen wir mal zu Ende. Geil. Ungeschlagen in Wer wird gebumst? Zweifacher Hall of Fame-Gewinner. Wer wird gebumst, Leute? Selbst in der Orgie. Selbst in der Orgie. Da hat er sich durchgeführt. Hast du mich auf meinem Kanal verloren gegen mich? Ja, tatsächlich. Geil. Es geht ja um Wer wird gebumst. Aber hier bin ich ungeschlagen. Weltmeister. Sozusagen. Ist ja auch Rikis Kanal. Ja. Hier bist du beliebter als Ricky selbst. Tony Planner sprach Manny Calavero in Grim Fandango. Wessen Vater spielt er später im Fernsehen? Kam es nicht vor kurzem auf Steam raus? Annie Montana, Veronica Mars, Fraser Crane. Ugly Betty, weil es so liebenswert klingt. Hannah Montana, Mann. Hässliche Betty. Ich hab keine Ahnung, aber ich würde jetzt echt einfach Hannah Montana. Nein, es war D. Ich hätte auch Hannah Montana gesagt. Was ist Fraser Crane? Was ist das? Kennst du nicht Fraser? Kennst du nicht Fraser? Er ist immer schön am Fraser, Mann. Ich müsste jetzt mal Fraser Crane voll kurz Fraser, googeln. Wie der da so abgeht. Du googelst Fraser. Das. Ja, Fraser Crane. Ich kenn Fraser. Na, siehst du. Aber was weiß ich, wie die Mutter von dem aussieht oder wer die Mutter ist. Jetzt nimm Hannah Montana. Wollt Hannah Montana. Ich nehme Hannah Montana, Mann. Das ist immer noch nicht eingeloggt. Doch, hat er. Aber Vater von Hannah Montana, also richtige Vater, hat aber den Vater gespielt. Ja, ist falsch. Nee, er spielt später im Fernsehen. Ja, Fraser ist auch nicht, oder? Ugly Betty. Ugly ist es Betty. Wirklich? Ja, Ugly Betty. Hab ich nie gesehen, zu meinen. Ist doch gut, ich sag's euch, die hässliche Betty mit ihren dicken Brillengläsern und dem Oberteil, bei dem gar kein Ausschnitt zu erkennen ist. Das ist immer die Antwort auf alles. Es ist immer die Antwort auf alles.
Ja, schade, da hat der Wotto sich durchgesetzt. Ja, ich bin zweiter Platz. Woo! Herzlichen Glückwunsch. Welcher Platz Wieso bin das ich? Denn? Ricky, dritter Platz. Ricky war zweiter. Ricky hat den zweiten Platz hingelegt. Wo? Ich hab Silber. Ich bin Keggy. Silber. Ja, warum hast du Silber? Ich bin Keggy. So okay. Wenn du Keggy bist, dann wollen wir dir nicht widersprechen. Solltest du auch nicht. Gut, meine lieben Freunde. Weißt du, wisst ja, wer aber nicht ist? Keggy. Denn der ist tot. Oh, weißt du was? Alter. Ich benutze hier. Hier kann ich richtig gut benutzen. Hier benutze aber ich das Aber da sieht sowieso keiner. Also ist nicht so schlimm. Ja. Nein, schade. Naja, gut, meine lieben Freunde der Sonne. Das war's für die heutige Folge. Wer wird geboomst? Okay. Wie immer, jeden Samstag um 15 Uhr. Nächsten Samstag auch wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und natürlich beim Mock. Was ist denn damit letzten Samstag, wenn du sagst, wie immer jeden Samstag? Halt die Fresse. Frag doch mal lieber, wann bei Deck was kommt. So. Also. Das muss ich nicht fragen, ich weiß die Antwort. Da kommt nie was. Bei Wolle vorbeischauen, beim MOP vorbeischauen und beim Keggy LP vorbeischauen, da kommen ab und zu mal Videos. Bei der Keggy. Und ja, ich hoffe, der Part hat gefallen. Falls ja, lasst dann bewerten, dann würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wer wird gebumst. Haut rein, bis dahin. Tschö, tschö. Tschüss. Ciao.